Hi, schön, dass du da bist. Ich dachte mir, ich gebe mal Macargo EX eine Chance und ja, wie genau das Ganze hier funktionieren kann, das möchte ich euch jetzt erklären. Macargo EX ist ein Feuer-Pokémon von, ja, von Terrakristallisierung, genau. Es ist eine Terrakristall-Pokémon von Typ Feuer mit 270 Leben, Phase 1-Pokémon. Zwei nette Angriffe. Einmal heißes Magma für eine Feuerenergie und ein farbloses, das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt und 70 Schaden, also eigentlich initial 90, außer der Gegner hat irgendwie was, um spezielle Zustände zu verhindern. Und dann haben wir auch den Bodenbrand und das ist der Angriff, der wichtige ist, denn der ist grundlegend nur 140. Aber lege die oberste Karte des Decks jedes Spielers auf seinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt für jede Energiekarte, die auf diese Weise auf den Ablagestapel gelegt wurde, 140 Schadenspunkte mehr zu. Das heißt, wenn in beiden Decks oder auf beiden Decks zwei Energienkarten legen, dann sind das nicht nur 280 Schaden, sondern 380, 420. 420 Schaden ist der maximale Output, den man mit Macargo hier haben kann. Na gut, man könnte noch mit einem, ja, man könnte zum Beispiel noch mit dem Scalecrock, ne, noch 60 Schaden oben drauf hauen, dann wären es 480. Aber ist egal, wenn du halt 420 triffst, damit one-shottest du eigentlich eh so gut wie alles, außer manche Pokémon mit einem Heldenmantel. Naja, aber wie kriegen wir das denn hin, dass da Energiekarten legen? Generell habe ich mir übrigens gedacht, so vom Pokémon her, es ist am Anfang nicht ganz so einfach, ja, ganz am Anfang so Energien zu kriegen. Deswegen gehen wir eine ganz einfache Variante und zwar die Grimanzo-Variante mit der Fähigkeit Abfeuern. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Feuerenergiekarte von einem Pokémon auf deiner Bank auf dein aktives Pokémon verschieben. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut mit dem Magma-Becken, das wir dreimal drin haben. Ne, man kann eine Feuerenergiekarte aus dem Ablagestapel an eins meiner Feuer-Pokémon aus der Bank anlegen. Das kriegt dann zwar Schaden, aber es ist eh nur dafür da, wir legen die Energie an Cremanzo an und verschieben dann wieder, damit Macargo genug Energie hat, um auf den dritten Angriff zu kommen. Jetzt fragen sich vielleicht manche, Phil, was ist das denn hier? Was hast du denn da noch mit reingenommen? Passt mal auf. Molly Morba hat eine nette Phase 2-Entwicklung. Ja, Phase 2 ist sehr, sehr schwer hinzubekommen, besonders in dem Deck, aber könnte klappen. Aber die Fähigkeit ist die, auf die wir halt achten. Und das ist, einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten zwei Karten des Decks deines Gegners anschauen und eine davon zurücklegen, lege die andere Karte unter sein Deck. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, noch ein bisschen die oberste Karte des gegnerischen Decks zu manipulieren, dass dann eine, ja, Energiekarte oben liegt. Muss natürlich nicht immer sein bei den obersten beiden Karten, aber naja, ist auf jeden Fall nochmal eine Variante, die ich einfach mitspielen wollte. Sonst habe ich noch ein strahlendes Burak mit drin, weil das Late Game einfach in einem Feuerdeck immer sehr gut ist und stark ist und das Rot, um halt am Anfang Karten zu ziehen. Als Ass-Klasse-Karte habe ich mich für Hyperaroma entschieden, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir super viele Phase 1 Sachen haben. Wir haben Grimanzo als Phase 1, wir haben Macargo als Phase 1 und damit können wir auch das Molly Morba zu Hypno-Morba entwickeln. Das haben wir nämlich auch zweimal drin. Deswegen finde ich persönlich, Hyperaroma ist hier eigentlich die stärkste Variante, die wir als Ass-Klasse haben können. Dann haben wir selber natürlich auch hier einmal Cypher-mäßiges Dekodierung, um selber Karten oben raufzulegen. Und wir haben relativ viel Energien, 10 Stück. Ja, es sind so ein bisschen, ein paar Trainerkarten sind drin, hauptsächlich Enigmara. Wir haben auch eine technische Maschine Entwicklung drin, falls wir Zweiter sind und mal angreifen wollen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Game und testen das. Also ich meine, ich habe es ein bisschen getestet, aber naja, mal gucken, wie es jetzt läuft. So, mein Gegner darf sich entscheiden hier, was er da mit seinem Münzwurf anstellt. Das ist eine süße Luminion-Münze und ich habe vergessen, die Kamera klein zu machen. So ungefähr, ne? Seht ihr mal, wie das so passiert? Das ist das, was ich zwischen den Cuts eigentlich mache. Bisschen Kamera hier anpassen. So, und dann gucken wir mal. Hat sie endlich entschieden? Oder halt auch nicht? Hat gewonnen und entscheidet, wer als Erster ist. Und ich bin Erster. Er möchte als Erster angreifen. Das ist aber tatsächlich für mich okayisch, weil ich halt ein Phase 1-Pokémon. Ich hatte die Frage, ob er meinen Schneckmark gleich besiegen kann. Ja, wir gucken mal, ne? Wir haben einen Nestball, das ist gut. Sonst so als Draw-Potenzial haben wir halt eben nur, in Anführungszeichen, hier den. Wir haben Glück, dass wir den tatsächlich auch jetzt hier gezogen haben. Aber dann können wir Sofortladung machen und können drei Karten ziehen. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Sonderbonbon, wundert euch nicht, den haben wir einmal drin, weil ich dachte, falls mal die Gelegenheit kommt, Molly Morba und das Hypno Morba zu haben, dass wir dann
ja, gleich auf Phase 2 springen können. Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht. Aber naja, wir schauen mal. Ist ein bisschen schade, dass wir hier wenig geschafft haben, was Energienanlegen angeht. Wir können diese Runde nicht angreifen, aber wir können diese Runde wenigstens mit technischer Maschinenentwicklung angreifen. Und mein Gegner hat hier auch ein interessantes Deck, ein Sichloy-Ex oder halt hier eben mit Evoli. Das ist ein Evoli-Deck anscheinend. Ich weiß nicht, warum das Sichloy als One-Off hier mit drin ist. Aber er kann kostenlos tauschen. Und jetzt, bunte Freunde, durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Pokémon verschiedenen Typs. Ah, dann kann er sich Wasser-Pokémon raussuchen. Das ist natürlich cool, um dann jetzt hier mit einem Aquana zu nerven. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das Aquana nicht grundlegend genug Schaden macht. Auch nicht mit der Schwäche. 270 Leben. Wir haben theoretisch auch noch ein Härteband drin. Ne, eine Ausrüstungskarte, die sagt, dass man durch gegnerische Angriffe 30 Schaden weniger bekommt. Aber ob das so wird, weiß ich nicht. Cool ist, dass wir mit Boladin jetzt auch nächste Runde vielleicht noch einen Schneckmark raussuchen können. Dann haben wir schon mal 2, die wir legen. Aber eigentlich brauchen wir halt auch noch das Grimanzo. Also ein dicke Freunde-Knurs wäre gut. Ich habe auch das Deck so gebaut, dass es dicke Freunde-Knurs freundlich ist. Denn das Coole ist, dieses Schneckmark hier ist das einzige, was 70 KP hat. Das ist halt noch aus verlorenem Ursprung. Oh, und das ist natürlich jetzt, das, Leute, das ist Zucker. Weil jetzt können wir nämlich sehr, sehr gut entwickeln. Wir können jetzt einfach das Knabon hier mit hinlegen. Und dann machen wir den hier. Gehen auf technische Maschine Entwicklung, legen dem eine Feuerenergie an, plus das hier, und dann greifen wir über die Entwicklung an. Wir können froh sein, dass der Gegner da so langsam ist. Entwickeln einmal den und das Schneckmark, weil Grimanzo haben wir da ja eh unten liegen. Und dann haben wir doch schon mal eine ganz gute Variante. Sonderbonbon können wir theoretisch für ein Ödengefäß wegschmeißen, wenn wir das ziehen. Am schönsten wäre aber jetzt nächste Runde, glaube ich, eine schöne Trainerkarte. Enigmara, Pepper. Ja, irgendwie sowas. Das wäre schön. Okay. Wird das Aquana vorbereiten? Ja, hier. Es ist zwar, wenn das Ex-Pokémon ist, na, dann macht er 90 Schaden mehr. 180. Also 180 mal 2, 360. Es reicht doch. Es reicht doch, um ihn zu one-shotten. Aber wir könnten auch mit dem Boss. Boss-Energie. Je nachdem, ob er Doppel-Turbo spielt. Mit dem kann er auf jeden Fall Energie anlegen. Natürlich ganz cool, aber wir müssen da unten das Aquana loswerden. Schade. Schade, ich hätte gerne weitergespielt. Dann gehen wir in die nächste Runde. Schneckmark. Mein dicke Freundeknurs ist cool, Hibaruma ist cool. Natürlich schade. Oh, pfff. Ausgerechnet wieder ein Baochan-Deck. Ja. Da kommt jetzt erstmal wahrscheinlich ein strahlendes Kaijutsu und dann werden erstmal Karten gezogen. Oder schon das Frospino. Ich meine, was so bitter ist, ist, dass wir jetzt ausgerechnet die Forschung da jetzt haben, ne? Und ich glaube, wir haben die zweimal drin. Das ist halt so ein bisschen immer der Gamble, ne? Das Glücksspiel mit der Forschung. Ich mag die Karte eigentlich sehr, ne? Alle Karten ablegen, 7 Karten neu ziehen. Aber wenn du dann zu gute andere Karten hast, dann ist es halt schwer. Ich mag auch Denboku eigentlich. Denboku einfach eine Karte behalten, denn wie gesagt, meistens ist es ja eine Karte, die man auf der Hand haben will. Vielleicht nehme ich Forschung raus und packe Denboku mit rein. Da die sagt, eine Karte behalten, den Rest ablegen und dann so lange aufziehen, bis du wieder 5 hast. Das ist ja tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir gehen so, ne? Oder so. Er wird die nächste Runde besiegen, ne? Er wird ihn sehr wahrscheinlich nächste Runde besiegen. Müssen wir so machen. Finde ich auch ganz cool, ne? Lege eine Energiekarte aus dem Ablagestapel an dieses Pokémon an. Wenn man zum Beispiel Zweiter ist, dann um anzugreifen. Aber eigentlich will ich dann mit technischer Maschinenentwicklung angreifen. So, er hat leider die Energie, um ihn zurückzuziehen. Das ist ein bisschen bitter.
Das war nicht der Gedankengang dahinter. Und das Problem ist, dadurch, dass wir gegen Schwäche spielen, reicht natürlich auch eine Energie, die er ablegen muss. Das ist für uns bitter. Cool ist aber, nächste Runde, wir können eine Energie anlegen. Plus die Forschung spielen. Chromanzo mit Hyperaroma. Ja, wir müssen das einen raussuchen, ne? Oh, und er hat tatsächlich Sonderbonbon Espinodon. Meine Güte, warum haben meine Gegner so viel Glück? Ey, ich glaube, die letzten 3-4 Matches gegen Bauchern immer Turn 2, da wo sie entwickeln können, Sonderbonbon Espinodon. Immer. Boah, und dann ist noch das Strahlende dazu, ey. So, jetzt kannst du dir zwei Energien raussuchen mit Bauchern. Das ist halt einfach super einfach, ne? Das ist wirklich so ein richtig einfaches No-Brainer-Deck. Das Einzige, wo du bei Bauchern halt ein bisschen aufpassen musst, ist, dass du mit deinem Energiemanagement gut klarkommst, ne? Aber das ist auch das Einzige, sonst brauchst du echt wirklich gar nichts. Dadurch, dass du mit Perla und mit Pepper halt so easy an Sonderbonbons rankommst. Tja. Wäre vielleicht eine Variante, hier eine Ryoba reinzumachen, um zu stören, ne? Aber naja. So sieht es aus. Aber da bin ich auch gegen Schwäche eigentlich schon wieder fast gewillt zu sagen. Naja, dann lieber ein ordentliches Match, ein ordentliches Matchup. Aber das machen wir jetzt von der nächsten Runde abhängig, okay? Das machen wir von der nächsten Runde abhängig. Er kriegt eine Preiskarte. Ich hau meinen Schneckmack rein. Ja, man hätte vielleicht auch was anderes nehmen können. Aber hätte Fahrradkette, ne? So, Chromanzo und den brauchen wir nur. Ich weiß, wir haben auch einmal Chromanzo auf der Hand, aber trotzdem. Ja, das Ding ist halt auch, er braucht so wenig Energien, ne? Forschung. So, noch ein Schneckmack. Nestball. Ich muss eigentlich schon mal den holen. Und dann haben wir tatsächlich alle 4 Trainerkarten hier. Schade, dass wir nicht auf die Energien kommen, um mit Magma auf den dritten Angriff zu gehen. Jetzt machen wir halt nur 70. Oder 90 halt, durch die Verbrennung. Aber er braucht nur 60, 120, er braucht nur 3 Energien. Er braucht nur 3 Energien, 2 kriegt er jetzt durch die Fähigkeit von Bauchern. Und dann ist halt mein Makago auch besiegt. Ich selbst, wenn ich nächste Runde mit einem weiteren Makago angreife für 70 Verbrennung, jetzt ist die schon weg. 90, 180, da müssten zweimal die Verbrennung liegen. Das ist zu viel. Ich glaube, das ist schon zu viel, Leute. So, was kommt da jetzt mit dem Perla? Ja, das können wir nicht gewinnen. War eine neue Runde. Können wir nicht gewinnen. So, Kopf. Ich darf anfangen und das will ich auch. So, können wir jetzt bitte ein normales Match abkriegen? Das wäre schön. Ein Knabon, dicke Freunde, Knosp. Ist tatsächlich hier gar nicht so bad. Wir können mit einem Irrengefäß Energie ablegen. Können 2 neue Energien ziehen. Das ist okay. Oder wir legen den rein. Oder legen ihm die Energie, ziehen ihn zurück. Nee. Nee. Erstmal gucken, was mit dicke Freunde, Knosp geht. Digi-Person ist auch schön. Oh Gott, das ist einfach ein Gardevoir-Deck. Ja. Hello. So. Oder lieber so. Und dann mit Nestball mal gucken, was geht. Rotom. Ich meine, wir sind ja Erster, ne? Dann ist Rotom schon die beste Variante. Dann legen wir so. Ziehen 2 Energien. Er kann nächste Runde den noch nicht besiegen, ne? Und dann sofort Entladung. Nochmal 3 ziehen. Zack.
Boah, von allen drei Karten, die wir hätten ziehen können, ne, war das so echt das mit das Schlechteste. Super Angel, Cypher Maniacs und ein strahlendes Glurak. Ich glaube, ich spiele auch zweimal Tausch. Die wäre schöner gewesen. Aber will ich mich beschweren. Krawalle Ruhe Ex. Lass mal ein paar Karten loswerden, sagt er sich. Auch ein schöner Start hier. Jetzt hat er nämlich dreimal die Trastlas, die er dann für nächste Runde braucht. Oh, und das Pi. Das Pi, mit dem er theoretisch auch Karten ziehen kann. Sonderbonbon, was war das andere? Eine Superangel und... Ach, ein Kirlia, aber ein anderes Kirlia. Das war von des Gegners eigentlich der Insekt. Weiß ich nicht, ob man, warum man jetzt das Kirlia drin hat. Vielleicht einfach um ein bisschen mehr... Um ein bisschen mehr Leben zu haben. Gegen Dragapult-Matchups oder so. Naja, Hana ist als erster am Zug. Konnte die Hand ablegen. 5 Karten. Cravalloro EX schon eingesetzt? Ne, noch nicht eingesetzt. Er kann also nochmal alles ablegen. Ist einfach schon bei 32 Karten, ey. Ist aber doll. Ne, doch hier. Wurde eingesetzt. Dann jetzt Hana gespielt. Kann aber jetzt wieder 2 reinlegen und kann mit Beherz zugreifen, quasi nochmal bis auf 7 raufziehen. Super Angel. Das ist ein guter erster Turn. Er konnte eigentlich alles machen, was er wollte. Er hat einen Hana gezogen, hat einen Krawallero gehabt. Eigentlich ist das genau das, was du haben willst. Was das für mich natürlich nicht so einfach macht. Noch ein Molimorba ist auch überhaupt nicht das, was man haben will. Noch nicht zurückziehen und kann gar nichts machen, ey. Da bin ich ja schon fast. Na, obwohl. Ich glaube, wir wollen entwickeln, ne? Aber dann brauchen wir auch Cypher Maniacs nicht spielen. Wir könnten auch mit Cypher Maniacs die drei, die dann ziehen, die wir brauchen. Entwickle. Könnte aber wirklich auch wieder falsche Variante sein. Mal gucken. Dadurch, dass wir jetzt wahrscheinlich das Knabon verlieren, das ist halt nämlich das Doofe. Wir kriegen kein Kremant zur nächsten Runde. Das heißt, wir kriegen es nicht hin, 3 Energien da zu spielen. Außer... Nee, kriegen wir nicht hin. Er müsste irgendwie eine Enigmara spielen. Ich bräuchte eine neue Hand dafür. Die habe ich nicht. Das Gute ist, das hat nur 90 Leben. Also jedenfalls ohne Ausrüstung. Das hat nur 90 Leben. Das heißt, wenn er einen von den beiden als Attacker reinnimmt, kann ich mit dem ersten ihn besiegen durch die Verbrennung. Aber er könnte jetzt auch, wenn es richtig anstellt... Ah ne, er kann auch gar nicht. Er muss ja einen Kilia haben. Kilia und Gardevoir, bevor ich sehe immer das Gardevoir-Deck allzu schnell an, aber es ist ja gar nicht so schnell. Er braucht ja erstmal ein Gardevoir, um die ganzen Energien dann rüber zu shiften. Vielleicht macht er jetzt auch einfach nur 30 Schaden. Ha! Gardevoir, Leute. So, und da kommen nur 30 Schaden. Oh, und da ist eine Enigmara. Das ist stark. Ja, wir spielen Enigmara. Die Karten, das sind alles Late-Game-Karten, die wir da hatten. So. Oh, da ist auch ein Switch. Das ist auch gut. Trotzdem schade, dass wir keine Energie haben, ey. Ja. Das ist natürlich auch bitter, dass wir nichts machen konnten. Und wenn wir jetzt das verlieren... Ne, können wir gar nicht. Er hat auch noch kein Gardevoir. Er muss ja erstmal Kilia spielen. Aber wir können tatsächlich nächste Runde das Kremanzo legen. Und wenn wir dann noch an der Energie rankommen
auf die wir auf jeden Fall kommen, weil wir einfach, einfach Forschung spielen werden. Erdeband, wir werden einiges loswerden. Er aber auch hier gerade. 7 neue Karten und da wird auch jetzt noch ein Kilia dabei sein. Aber witzigerweise, es sind nicht die Kilias, um Karten zu ziehen, ne? Er spielt das über Forschung und über Hana. Er spielt nicht mit dem normalen Kilia. Da würde ich ja gerne mal eure Meinung zu wissen, was ihr davon haltet. Ah, oh, Sonderbonbon Gardevoir. Also es geht schon diese Runde los. Mist. Ich weiß es nicht. Schade. Schade, schade. Jetzt kann er richtig Stress machen. Und vor allem unten, wenn er das Knabon besiegt, ne? Das wäre schade. Dann macht er schon richtig Stress. Aber das Coole ist, er kann nur ein Pokémon treffen. Aber es macht, glaube ich, pro Schadensmarke 3, ne? Ne, 2. Also er kann auf 80 mal 260. Er kann wenigstens kein... Also er kann das Rotom nicht schotten. Das ist gut. Das ist gut mit 160. Es ist so schade, dass wir es wahrscheinlich hinkriegen, unseren Maximal-Output über das Phase-2-Pokémon hier hinzukriegen. Aber es ist halt total irrelevant gegen Gardevoir. Außer wir kriegen einen Boss oder sowas. Und das ist nämlich das Ding, da ist jetzt nämlich das Krimmel. Oh, das ist so... Das ist bitter, meine Freunde. Und ich glaube, wir haben jetzt beide... Ah, nee. Einen haben wir in Ablagestapel. Dann können wir jetzt einen Nestball machen. Holen uns jetzt ein weiteres Knabon. Gott sei Dank spielen wir das zweimal. Dann einmal Härteband. Dann Imsen. Und wir haben ja noch ein Cremanzo in den Karten drin. Das heißt, wir spielen jetzt eine Forschung. So. Wir können dem eine geben. Magma-Becken. Haben wir schon eine Energie im Ablagestapel? Ja. Dann können wir tatsächlich hier rüber ihm eine geben. Er kriegt zwar ein bisschen Schaden dann, aber das Gute ist, wir können das Hypno-Morba zurückziehen. Spielen ihn und dann fangen wir an jetzt. Jetzt fangen wir endlich an, Schaden zu machen. Schade, dass wir die Phase 2-Entwicklung noch nicht haben, ne? Und das bei nur noch 20 Karten im Deck. Keine Ahnung. Vielleicht auch in den Preiskarten. Befehl vom Boss ist tatsächlich auch gar nicht schlecht, weil wenn wir jetzt die Entwicklung ziehen, die Phase 2-Entwicklung und mit Superangel nochmal Energien reinmischen, um die Chance zu erhöhen, dass da Energien sind, und wir dann beide Energien ziehen und mit dem Befehl vom Boss das Gardevoir besiegen, dann wäre das einfach der Shot dafür. Oder wir nehmen einfach, das Mew. Oder das Cravalloro geht auch, ne? Das wäre auch was. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Befehl vom Boss ich hier spiele. Ich glaube nicht so viel. So, und jetzt kommt wahrscheinlich nochmal. Genau. Die Psycho-Umarmung. Dann kann er nochmal 2 Schadensmarken legen. Boah, ich glaube, wir gehen dann auf das Mew da hinten. Soll er das Flutterhaar behalten mit seiner Energie da. Aber das Mew müssen wir weghauen mit einem Boss. So, genau. Kriegt jetzt 60. 60, 190, 270, aber durch Härteband minus 30 reicht nicht aus, dass er mit dem Gardevoir theoretisch das nächste Runde besiegen könnte. Was ziemlich cool ist. Da könnte man auch überlegen, ob wir die Energie einfach an das andere Makago anlegen und dem auch schon mal 20 Schaden geben. Interessant. Aber das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was wir jetzt kriegen. Oh, das ist stark, Leute. Das ist stark. Den Boss. Und dann kriegt er eine Energie. Und Magma-Becken. Und dann kriegt er einfach eine Energie.
So. Damit ich ihm nicht noch weiter Schaden gebe. Und dann könnten wir überlegen, mit der einen Superangel. Oh, den einen reinmischen ist aber auch hart. Nee, wir gehen einfach so. Wir gehen über den Bodenbrand. Vielleicht haben wir eine Energie. Nee, aber den Enigmara, okay. Das ist jetzt natürlich bitter. Schade, dass nicht eine Energie dabei war. Das Ding ist nämlich, er kann den hier nämlich kostenlos zurückziehen. Das ist bitter. Ich hatte gehofft, dass das reicht. Der Maximalschaden kann so hoch sein, ne? Aber dadurch, dass hier... Wo ist meine Stufe 2? Dafür habe ich die doch drin. Ah, das ist bitter. Wirklich, wirklich bitter. Dann wäre es zum Beispiel schlauer gewesen, das Flatterhaar zu besiegen. Und ich habe, glaube ich, auch nichts, was ich auf der Bank abfeuern kann. Ja. So. Jetzt macht er mir nochmal 60. Schiebt nochmal Schaden umher. Jetzt kann er nochmal jemand 2 Schaden geben. Okay. Tja, wir kriegen zwar jetzt eine Preiskarte, aber wie könnte man sagen, zu welchem Preis? Will ich eine Enigmara spielen? Er hat anscheinend schlechte Karten. Ich glaube, das will ich gar nicht. Ich glaube, das will ich gar nicht. Auf mein Aktives muss ich das verschieben. Könnte natürlich auch hoffen, dass wir einen Tausch ziehen. Eins haben wir schon. Wenn wir einen Tausch ziehen, dann könnte ich da mit 2 rüberschieben und dann... Wollen wir es riskieren? Komm, was soll's. Ist ein Game. Wir riskieren es. Ein Tausch! Nope. Tja, und vor allem nicht mal auch wieder das hier gezogen, ne? Egal. Dann halt nicht. Dann halt leider nur so. Eine Preiskarte. Aber zu welchem Preis diese Preiskarte? Das ist die Frage. Wir können aber jetzt den Schadensoutput von... Ja, den können wir jetzt manipulieren mit Cyphermaniacs Dekodierung. Ey, dafür müssten wir nächste Runde das ziehen, ne? Das wäre der Oberhammer. 190. Reicht aus, jetzt besiegt er ihn, ne? Wenn er da 3 anlegt. Ich meine, gut, er muss sich ja selber erstmal Schaden geben. Hier 2 Stück. Dann brauche ich trotzdem 2 Energien. Ey, wie cool wäre das, wenn wir jetzt einfach... Wenn wir jetzt einfach wirklich die Entwicklung von dem ziehen. Oder einen Hyperball. Ich glaube, einen Hyperball habe ich auch. Wäre auch fein für mich. Boah, interessant. Er schmeißt auch alles weg. Er hat so 9 Karten. Jetzt noch eine Mill-Variante. Was natürlich Quatsch ist. So, er kommt jetzt dann auf 3. Zwei, drei. So, und dann hat er seine 190 und das reicht aus. Er macht 160, er geht auf 300 Schaden insgesamt. Dann ist er besiegt. Dann kann ich den anderen reinholen. Und dann... Ist die Frage... Ziehen wir das? Och man. Oh, ich hätte mich so gefreut, ey. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück, Leute. Keine Ahnung. Aber warte mal, wir machen 280. Also wir machen definitiv 280. Weil ich das jetzt manipuliere mit Dekodierung. Und 280 plus 60 sind 340. Der ist besiegt. Nice! Was wollen wir denn danach ziehen, ist die Frage. Dann legen wir den erstmal. Hey! Mit der einen Dekodierung hat es tatsächlich geklappt. Guck mal, wir können ja mal so machen. Dann können wir tatsächlich eine Karte raussuchen. Nice, Leute.
ey, die Strategie hat funktioniert. Das ist nicht immer so normal. Also, Bodenbrand. Zack, bei mir ist eine Energie. Bei ihm nicht. 280. Gardevoir besiegt. Cool. Cool, dass das geklappt hat. So habe ich mir das doch vorgestellt. So. Ich frage mich natürlich immer noch, wo meine Entwicklungen sind. Die sind wahrscheinlich beide in den Preiskarten. So, und jetzt muss er machen. Und das Schöne ist, wir haben noch unten ein strahlendes Glurak. Das ja auch noch was tun kann. Theoretisch. Je mehr er von mir besiegt. So, Brüllschweif kommt rein. Vor allem ist es jetzt ja wirklich auch eine kleine Mill-Variante mit den wenigen Karten, die er da noch hat, ne? Dass ich immer noch eine Karte ablegen kann. Ja, okay. Erstmal das Mew saven. Ja, schade, dass wir das da nicht besiegt haben. Sonst hätten wir jetzt auch schon gewonnen. Aber er legt es mir aber auch wieder freiwillig hin, ne? Ist ja auch witzig. Wir haben theoretisch zwei Energien. 1, 2, 3. Also wir haben noch eine Energie, theoretisch, selbst wenn er das jetzt besiegt irgendwie. Na gut, dann wäre es eh. Dann würde die eh bloß eine kosten. Also selbst wenn er jetzt keinen besiegt, könnte ich mit dem Strahlenden ihn besiegen. Aber es ist auch nicht schlimm, wir haben halt drei Preiskarten. Und dafür muss er erstmal... da muss er erstmal jemanden besiegen. Was so ein bisschen schwierig ist, ist natürlich auch, dass Rotom V hier liegt. Ist auch ein Free-2-Prizer, den man sich mit einem Brüllschweif schon schnappen kann. Wenn man, ja, keine Ahnung, mit einem Heldenmantel oder mit einem luxuriösen Cape oder so den ausrüstet und dann über Gardevoir Energie anlegt. Das kann er aber nicht. Fällt mir mal gerade auf, weil ich ja sein Gardevoir kaputt gemacht hat. Er kann ja gar keine Energie spielen. Ich habe ja sein Gardevoir kaputt gemacht. Er müsste erstmal wieder eins hier kriegen. Soll er mal machen, ne? Wir haben 10 Energien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, könnten noch zwei drin sein. Kann aber natürlich auch noch hier vielleicht noch eine drin sein. Überleg, ob wir mit dem Pepper halt ein Ödengefäß holen. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Wir ziehen ja einen Waldsiegelstein. Das heißt, egal was wir ziehen, wir können jetzt ja erstmal gucken, was wir haben wollen. Wir könnten... So, jetzt wird's freakig. Wir brauchen zwei Preiskarten. Pass mal auf. Wir holen uns einen Befehl vom Boss. Geben dem eine Energie. Wollen wir uns einen Befehl vom Boss holen? Allererstes hole ich erstmal unten Energie. An den. Because why not? Befehl vom Boss. Cravallo rein. Ihn rein. Also zwei Energien zurück. Ihn rein. Angreifen. Komme ich dann noch irgendwie auf den hier? Nee, ne? Komme ich nicht. Wir gucken erstmal, ob ein Befehl vom Boss überhaupt da ist. Wir machen erstmal Sternreiche. Wir schauen erstmal, was geht. Haben wir gar nicht. Dann können wir aber Folgendes tun. Dann können wir tatsächlich jetzt hier... Guck mal, eins ist tatsächlich in den Preiskarten. Jetzt können wir tatsächlich Morbitessa mal spielen. Dann... Wir könnten aber unsere Chancen erhöhen. Wenn wir uns jetzt eine Superangel holen, ne? Wir erhöhen mal unsere Chancen. Passt mal auf. Achso, ich kann kein Abfeuern machen. Ich kann kein Abfeuern machen. Weil er tatsächlich... Ja, das war gut.
weil er tatsächlich das Flatterhaar hier reingelegt hat. Daran habe ich nicht gedacht, an die Fähigkeit. Dadurch kann ich nicht zurück. Kann ich nicht abfeuern machen. Aber ich kann ihm eine Energie anlegen. Und dann können wir einfach mal die Fähigkeit hier machen. Einfach mal Sterndeutung. Und dann können wir mal gucken, was er ziehen soll. Was braucht er denn? Enigmara? Nö. Um sie unter sein Deck zu legen. So, die kommt unter das Deck. Okay. Und dann ziehen wir einfach drei. Wenigstens haben wir noch das Rote und da und können noch drei Karten ziehen. So, da haben wir die nächste Energie. Nächste Runde könnten wir ihn theoretisch zurückziehen. Einen Boss haben wir also nicht. Wir können aber mit einem Adressbuch einen Boss wieder reinholen. So, er hat eine Energie gezogen. Die habe ich ihm geschenkt. Mal gucken, ob er jetzt was damit anfangen kann. Das ist halt jetzt, das ist natürlich so Late-Game-mäßig ziemlich cool. Weil ich jetzt einfach kontrollieren kann, was er zieht, ne? Ich meine, es hat jetzt wirklich auch lange gedauert, bis wir sie hatten. Aber, ja, schauen wir mal. Der ist ja witzig. Forschung. Okay. Ja, dann kann er doch nicht mehr gewinnen. Er müsste jetzt drei Preiskarten holen. Okay. Gut, cool. Haben wir mal die letzte Runde hier noch gewonnen. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu Macabo. Ich finde den ganz cool. Ja, ist jetzt nicht das totalste Meta-Deck, definitiv nicht. Aber es ist mal was anderes. Und kann ganz gut Spaß machen. Also habt vielleicht Spaß damit. Deckliste ist in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.